1998 haben wir überlegt, wie ist eigentlich die Frau innerhalb der Union auch dargestellt. Und wir haben festgestellt, dass wir überhaupt gar keine Erfahrung haben aus dem Mittelstand, gerade auch was Frauen betrifft aus dem Mittelstand, obwohl es da Millionen gibt in Deutschland, die gerade in diesem Bereich sehr, sehr engagiert tätig sind. Und ich das eben aus eigener Erfahrung kenne. Ich bin Mittelständlerin und von daher weiß ich, was da geleistet wird und was gemacht wird. Und dann habe ich die einfach zusammengefasst. Ich freue mich jedes Mal drauf auf diese Tagung, weil das eben so meine Welt ist. Und weil ich hier als Bundestagsabgeordnete mithelfen kann, dass ich diese Frauen unterstütze, wo sie sich selber engagieren, in ihren eigenen Bereichen, dass ich denen zuarbeiten kann, weil sie selber wenig Zeit haben. Inzwischen ist das eine Truppe von 450, haben wir im E-Mail-Verteiler drin und die kommen eben so gerade, wie sie können, zweimal im Jahr hier zu einer Tagung. Wir sind dann immer so zwischen 40 und 50, manchmal auch 60, je nachdem. Das ist gerade so eine gute Gruppe, wo man etwas diskutieren kann.